Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DSTV. Wir haben uns heute mit Udo Vogt, dem Europaabgeordneten der NPD, zu einem Interview getroffen und wollen mit ihm über sein neues Buch Einer für Deutschland sprechen. Udo, in deinem neuen Buch bezeichnest du den 25. Mai 2014 als Signal, der Einzug in die Geschichtsbücher finden werde. Und zwar, weil erstmals ein Viertel aller Parlamentssitze im Europäischen Parlament von nationalen oder zumindest EU-kritischen Kräften besetzt wurde. Fühlst du dich dort im Parlament eher als Einzelkämpfer oder in einer großen Familie EU-kritischer Kräfte aufgehoben? Ja, nun, da muss man zunächst mal sagen, weder noch. Weil als Einzelkämpfer habe ich mich nie gefühlt, denn schon bevor ich ins Europäische Parlament eingezogen bin, hatten wir ja Kontakte zu Abgeordneten, die danach ja nicht abgebrochen sind, sondern aufgelebt sind. Und auf der anderen Seite, eine große europäische Familie von Nationalisten ist vielleicht ein Traum, der existiert nicht. Also deswegen die Antwort weder noch. Aber man hat gute Kontakte, die mittlerweile in alle Fraktionen reichen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei einigen Themen, ich nenne da vielleicht den Nahostkonflikt oder die Frage, wie man zu Israel steht, doch eher zu Kontroversen auch innerhalb der patriotischen Kräfte führt. Oder ist das nicht der Fall? Naja gut, da muss man unterscheiden zwischen den Parteien, die also letztendlich als populistische Parteien bezeichnet werden und die genau diesen Pro-Israel- und Pro-Jerusalem-Kurs fahren. Und es gibt ja noch andere Nationalisten im Europäischen Parlament, die weniger populistisch, sondern ideologisch ausgerichtet sind, wie die Goldene Morgenröte, die Jobbik-Partei, die mit mir zusammen unter den Fraktionslosen sind. Und da dies alleine 6 Abgeordnete sind, fühle ich mich natürlich dort unter gar keinen Umständen alleine gelassen. Hinzu kommt natürlich, dass man auch in die anderen Fraktionen hinein merkt, dass nicht alle mit diesem vorgegebenen Kurs jährlich nach Yad Vashem zu pilgern und letztendlich heute Jerusalem als Hauptstadt anerkennen will, dass damit nicht alle einverstanden sind. Und es ist ja nicht so, dass es Sprechverbot oder Redeverbot im Parlament untereinander gibt. Man trifft sich an der Kaffeebar, man trifft sich abends beim Bummel durch die umliegenden Gaststätten. Und dann hat man schon Gespräche, die einen manchmal überraschen lassen, dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird und dass es sehr wohl kritische Anmerkungen, kritische Leute, kritische Personen auch in diesen populistischen Fraktionen gibt, die lieber andere Konstellationen hätten. Du hast die populistischen Parteien angesprochen. Auch die AfD ist 2014 ins Europäische Parlament eingezogen. Wie hat sich die Alternative aus deiner Sicht denn bisher geschlagen? Ja, vom Schlagen kann man nicht mehr viel sprechen. Im Gegensatz zur Kontinuität der NPD, wir sind mit einem Abgeordneten eingezogen und den gibt es heute immer noch. Es sind die von der AfD mit 7 Abgeordneten eingezogen und haben heute also die Stärke der NPD erreicht, in dem noch einer übrig geblieben ist. Das ist jetzt der Herr Meuthen. Und für mich ist es eigentlich sehr, sehr traurig, wenn ich bedenke, dass wir mit 5 oder 7 Leuten ins Europaparlament eingezogen werden, was wir dort bewegt hätten, was wir dort hätten machen können, im Gegensatz zu dem, was bei der AfD geschieht, nämlich nichts. Da können wir gleich nochmal darauf hinauskommen, was man hätte machen können. Es heißt ja, die NPD als EU-Gegner oder die NPD sei Europa-Gegner. Natürlich bin ich kein Gegner Europas. Ich bin natürlich in erster Linie Deutscher, dann bin ich Europäer, denn ich lebe in Europa, im Gegensatz zu den Türken, zumindest der Türken, die nicht in Deutschland leben. Aber zurückzukommen zum Thema, wir wollen ja ein Europa fördern, wir wollen ein Europa stützen, wir sind für ein Europa der Vaterländer, in dem großen Gedanken, wie Charles de Gaulle es einmal vorgeschlagen hat, zu schaffen. Und wir stehen ganz bewusst im Gegensatz zu diesem Europa der multikulturellen,
der Multirassisten, die letztendlich daran arbeiten, die Bevölkerung in Europas auszutauschen, um hier die Vereinigten Staaten von Europa als durch Rasse und durch mich die Gesellschaft darzustellen, um hiermit ein Pendant zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu bilden. Und gegen dieses Europa sind wir. Wir sind für den Erhalt der Völker, wir treten ein für den Wettstreit der Kulturen untereinander, für all das, was das christliche Abendland einmal groß gemacht hat. Lassen wir uns das nochmal aus der Perspektive des Signals vom 25. Mai 2014 anschauen. 25% aller Parlamentssitze sind an patriotische oder EU-kritische Kräfte gegangen. Wenn man diesen Trend jetzt weiter so sieht und das nächste Mal vielleicht noch mehr sind und sich vielleicht demnächst nur fast nur noch EU-kritische Kräfte im Parlament gegenüber sitzen, könnte man dann die EU nicht beibehalten? Zunächst einmal hat ja die neue Bewegung, dass die Gegner dieses Europas der Banken und Spekulanten so stark geworden sind, dazu geführt, dass es einen Brexit gibt und heute die Engländer bereits ausgeschert sind aus diesem Europa. Jetzt andersherum würden jetzt noch mehr die gegen dieses Europa der Banken und Spekulanten sind, das Europaparlament kommen. Was sollte uns daran hindern, dann unser Europa zu schaffen, wenn wir die Mehrheit hätten? Aber leider ist das ein Traum, weil auch die drei populistischen Parteien im Europaparlament sich nicht eins sind und eben die große europäische Familie der Nationalisten nicht existiert. Wir müssen daran arbeiten und wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um vielleicht diesen Zustand irgendwann einmal zu erreichen. Und wir blicken in die Zukunft, wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. In deinem neuen Buch Einer für Deutschland sind auch Vorworte von Bruno Gollnisch und von Dan Eriksen. Was verbindet dich mit den beiden Personen oder generell mit patriotischen, nationalistischen Politikern in Europa? Ja, ich denke einmal das Wichtigste, dass wir mit dem Herzen unser Volk, unser Vaterland lieben, dass wir daran arbeiten wollen, dass die Werte, die hier in Europa auch mit Blut und Schweiß geflossen sind, in zwei Weltkriegen in der jüngsten Vergangenheit, dass wir, wenn man überhaupt lernen kann aus der Geschichte, heute uns zumindest bewusst sind, dass in diesen zwei Weltkriegen die besten unseres Volkes, nämlich die Nationalisten, im Kampf gegeneinander gefallen sind und daran verdient hat eben Rothschild, hat Krupp, hat Thyssen, hat das Kapital. Und das Volk hat eigentlich nichts davon gehabt, dass wir dieses aus der Vergangenheit nicht wiederholen, sondern dass wir unsere Kräfte bündeln wollen und dennoch Wert auf die Eigenart unseres Bewusstseins, unserer Sprache, unserer Kultur legen und das in Europa erhalten wollen. Und ich denke, das ist Grund genug, politisch zusammenarbeiten und politische Freunde zu finden. Du machst dich ja, das kommt in vielen deiner Beiträge in der Deutschen Stimme oder auch in deinen Redebeiträgen im Parlament immer wieder hervor, auch sehr für die guten Beziehungen zu Russland stark und hast dich gegen die Sanktionen zu Russland ausgesprochen. Warum? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wir brauchen einen starken Partner, damit Europa sich gegen diese Bestrebungen der Alleinherrschaft der imperialistischen USA auflehnen kann. Die Frage ist, ob Europa das will. Aber ein Europa der Vaterländer muss seinen eigenen Weg gehen. Und für diesen Weg ist Europa einfach zu schwach. Und wir brauchen einen Partner, der gleichzeitig auch ein europäisches Land ist. Und das dürften nach unserer Ansicht nicht die Vereinigten Staaten von Amerika sein, sondern wir sehen uns mentalitätsmäßig mit den Russen verbunden. Und ich als ehemaliger Offizier der Bundeswehr muss heute gestehen, dass es mich schon verwundert, dass ich den Nachrichten aus Russland mehr Glauben schenke als den Nachrichten des deutschen Fernsehens oder den Nachrichten, besser gesagt, des BRD-Fernsehens und der Nachrichten, die aus den USA kommen. Es haben einfach Verschiebungen stattgefunden und man muss sagen, die Politik der heutigen
des heutigen Russlands ist bei weitem nicht so imperialistisch wie eben die der Vereinigten Staaten von Amerika. Bis jetzt wollen die Russen uns nicht dominieren und wir müssen etwas schaffen, eine Politik schaffen, dass wir die raumfremde Macht USA aus der Einflussnahme Europas herausbekommen. Und darin liegt unsere ganz große Chance und deswegen sollten wir die Kontakte zu Russland weiter ausbauen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte dazu vor einigen Monaten auch gesagt, dass Deutschland gerade in militärischer Hinsicht nicht souverän ist. Du hast dich gerade auch während deines Studiums und in deiner Diplomarbeit mit dem Thema Souveränitätsproblematik Deutschlands beschäftigt. Wie bewertest du diese Aussage und welche konkreten Schritte müssen unternommen werden, um Deutschland zu einem souveränen Land zu machen? Zunächst einmal war ich darüber begeistert, dass Putin die Ergebnisse meiner Diplomarbeit bestätigt hatte. Ich meine, jeder kann es ja nachlesen, der sich mit der Thematik beschäftigt. Und in der Vergangenheit wurde es mehr oder weniger einigen Linksextremisten überlassen. Einige nationale Politiker haben immer darauf hingewiesen, dass Deutschland kein souveränes Land ist. Aber eine Bestätigung von einem, der zu den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges gehört hat, hatten wir bis heute nicht. Mehrere Vorstöße, die ich gemacht hatte, bei englischen Politikern, bei mir im Ausschuss in Debatten, zum Beispiel ein Vertreter vom MI5 und MI6, sie auf die Souveränitätsfrage anzusprechen, wurden immer negiert, wurden übergangen. Man hat zum Schluss mir geantwortet, ja, wenn Deutschland das nicht passt, steht uns ja der Weg zum Europäischen Gerichtshof frei. Aber man hat nicht bestätigt, dass es diese Souveränitätseinschränkungen gibt. Das hat Herr Putin also getan. Wichtig ist natürlich jetzt für uns, wie können wir jemals ein souveränes Land werden? Ja, zunächst einmal braucht Deutschland den Willen dazu. Ich glaube, in der heutigen Bevölkerung in Deutschland interessiert es 80% nicht, ob Deutschland souverän ist oder nicht. Und wenn dieser Wille da ist, dann hat die politische Führung diesen Willen des Volkes auch umzusetzen. Russland war einer der stärksten Unterstützer im sogenannten Bürgerkrieg in Syrien. Auch du warst auf zwei Erkundungsmissionen in Syrien gewesen, hast dich im Parlament immer wieder zu dem Thema geäußert. Wo liegt das besondere Interesse an der Lage im Nahen Osten bei dir? Hier ist es halt wichtig, die Lage in Syrien nicht nur zu beobachten, sondern das politische System Bashar Assad dabei zu unterstützen, die Terroristen zu bekämpfen und zu verhindern, dass noch weitere Millionen nach Europa kommen. Das sind die Gegensätze, die sich aufzeichnen. Die Vereinigten Staaten schaffen diese Destabilisierung, um eben Millionen Flüchtlinge nach Europa zu pumpen, um diese multikulturelle und multirassistische Gesellschaft zu erreichen. Und wir als Nationalisten haben dagegen zu arbeiten. Und da ist unser Platz derzeit eben bei denen, die Völker bewahren und erhalten wollen. Und somit stehen wir auf der Seite von Bashar Assad in Syrien. Du hast den Flüchtlingstsunami angesprochen. Die erste Welle 2015, 2016 ist ja scheinbar abgeebbt. Wie hat man das Thema im EU-Parlament besprochen? Wurde darüber geredet? Und hat sich da vielleicht mittlerweile auch ein Wandel in den Ansichten der dortigen etablierten Politiker ergeben? Ein Wandel? Ich denke, man will eher verstärkt diesen Tsunami erzeugen. Und man arbeitet heute daran, dass die frühere Grenzschutzagentur Frontex mehr und mehr zu einem Transportunternehmen für Flüchtlinge ausgebaut wird. Es sind Dinge in Vorbereitung, dass die sogenannten Flüchtlinge künftig mit Flugzeugen, mit Kreuzfahrtschiffen und Ähnliches nach Europa kommen sollen. Statt also diese Bewegung zu stoppen, soll sie ganz offensichtlich intensiviert werden. Und es ist ganz klar zu merken, wenn in gewissen Ländern der EU nationale Wahlen stattfinden, dann versiegt dieser Flüchtlingsstrom und sobald die Wahlen vorbei sind, geht es dann wieder aufwärts und es kommen neue Flüchtlinge. Franz Timmermans hat es klar erklärt in mehreren Reden im Europaparlament und außerhalb des Europaparlamentes, das Ziel der EU ist es, die Nationalstaaten zu zerstören. In den letzten Monaten ist also auch entschieden worden, wie man dagegen vorgehen will, gegen die Länder, die die Quotenregelung nicht erfüllen.
denn die sollen 250.000 Euro pro Flüchtling zahlen an die EU, den sie nicht aufnehmen. Damit wissen wir jetzt endlich einmal, was der Kopf eines Flüchtlings kostet, mit welchen Zahlen wir rechnen müssen. Aus deutscher Sicht bist du ja Einzelkämpfer im EU-Parlament. Dennoch scheinst du eine führende Rolle in der Vernetzung europäischer Parteien und Politiker zu spielen. Da jetzt eine abschließende Frage von mir. Wirst du 2019 wieder zur Europawahl kandidieren? Tja, wenn ich das Vertrauen der Partei habe und die mir das Mandat gibt, wieder in Europa zu kandidieren, dann werde ich selbstverständlich zur Verfügung stehen und werde alles in meinen Kräften Stehende tun, die jetzt unschätzbar guten, gesammelten Kontakte, die Verbindungen, alles, was dazugehört, wo man zu jahrelang braucht, so etwas aufzubauen, natürlich im Sinne unserer Partei, der NPD und der Nationalisten in Europa voranzutreiben. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wie groß schätzt du die Chancen ein, dass der Wiedereinzug ins Parlament gelingt? Ja, nun, ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall ein Mandat erringen werden. Wenn es uns gelingt, die Partei davon zu überzeugen, dass die politische Arbeit in Europa für Nationalisten wichtig ist und sie begreifen, welche Chance wir haben, gegenüber den Populisten der AfD jetzt einmal zu zeigen, was könnten 7 Nationaldemokraten im Parlament bewegen. Wenn einer schon nicht untätig gewesen ist in den letzten Jahren, dann haben wir selbstverständlich die Chance, nicht nur einen hineinzukriegen. Warum sollen wir nicht 3, 5 oder 7 oder 8 oder 9 hineinbekommen? Die Zeit ist reif dafür, denn immer mehr Bürger wachen auch in Deutschland auf. Bis jetzt hat die AfD die Door-Opener-Funktion gehabt, wie ein Schneeflug voranzugehen und nationale patriotische Stimmen zu sammeln, aber sie setzt es nicht um durch aktives politisches Handeln. Und damit haben wir genügend Sachargumente, die Menschen zu überzeugen, das nationale Original zu wählen. Und das heißt, wenn die Menschen das tun, wir werden nicht mehr mit einem Mandat, sondern mit mehreren Mandaten im Europaparlament sitzen. Lieber Udo, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns heute gewährt hattest, und uns allen viel Erfolg zu den anstehenden Herausforderungen.